natürlich niedergeschlagene Köpfe jetzt hier beim HSV, haben aber auch stark gekämpft, gut gespielt. Sich nach dem 1:0 nochmal zurückgekämpft. Und ich gebe runter zu Tilo. Zum Turniersieg. Das ist auf jeden Fall erstmal Applaus in der Halle nochmal wert, würde ich sagen, oder? Mein Lieber, es war ein hart umkämpftes Spiel. Es fühlte sich ein bisschen an wie ein Abtasten. Hast du das ähnlich empfunden? Ja, das Spiel war sehr, sehr schwer. Also von beiden Seiten her war sehr, sehr viel Qualität zu sehen. Wir sind glücklich, dass wir hier sein dürfen, denn das ist das beste Turnier, das ich hier hatte. Das ist auf jeden Fall erstmal eine Aussage wert. Jetzt musst du ein kleines Geheimnis verraten. Ihr habt ja bei euch in der Akademie auch einen kleinen Feld, eine Halle, bei der ihr ein bisschen üben könnt. Habt ihr euch da schon mal ein bisschen aufs 9-Meter-Schießen oder 7-Meter-Schießen hier vorbereitet oder habt ihr da keinen einzigen Gedanken dran verschwendet? Also ja, wir haben immer nach einer Trainingseinheit, jeder Spieler hat einen Elfmeter geschossen oder halt derjenige, der verfehlt hat, hat es halt auch getan. Und ja, wir haben uns eigentlich schon für das Elfmeterschießen vorbereitet, da es letztes Jahr nicht so gut geklappt hat bei uns. Dieses Jahr war es nicht notwendig, dieses Jahr habt ihr es so geschafft. Ihr müsst aber noch mal ganz kurz verraten, was habt ihr gefrühstückt? Weil heute habt ihr zwischendurch richtig Gas gegeben. Einige Spiele, teilweise stand es 4:0 zwischendurch. Habt ihr irgendwie was ganz Besonderes gefrühstückt? Ein kleines Frühstücksrezept, das ihr hier noch in der Runde verraten wollt? Nein, eigentlich haben wir ganz normal gefrühstückt. Das ist halt die Austria Wien. Wir stehen dazu, was wir sind. Das ist unser Spiel und wir sind von Anfang an hierher gekommen, um das Turnier zu gewinnen. Ist euch gelungen. Jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Feiern heute Abend. Ganz lieben Dank. Geht zu deinen Jungs. 20, ich habe ein Déjà-vu. Gerade so, es ist, als wäre ich gar nicht weg gewesen. Sieger vom internationalen Rewe Junior Cup 2024, FK Austria Wien. FK Austria Wien bedankt sich für die Einladung, für die Sponsoren, für die Unterstützung, für die Fans. Und ja, Göttingen, ihr seid Leinwand. Jetzt werden Fotos gemacht. Wir machen nochmal einen Riesenapplaus für alle, die hier teilgenommen haben und sagen Ihnen auch ein Dankeschön. Schön, dass Sie dabei geblieben sind bei uns hier bei der Siegerehrung. Wünschen Ihnen jetzt einen angenehmen